Seit den 60er Jahren macht Arnulf Rainer, der große Übermaler, immer wieder Kreuze. In allen möglichen Formen und Farben. Religion spielt in seinem Werk eine große Rolle. Naja, ich bin berührt von Religion und das arbeitet so unterirdisch, kommt dann immer wieder zum Vorschein, durch direkte Bildformen oder nur indirekt. Ist Rainer also ein religiöser Mensch? Ja, das ist so schwierig, das ist theologisch. Für den international gefeierten Star der österreichischen Moderne gibt es nur noch ein Ziel. Ich will ein Alterswerk schaffen, das ganz anders ausschaut und meiner Sanftmut und Milde, die mein Alter ja immer fast alle bekommen, die soll das Werk soll das dann ausstrahlen. Ne?